Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir Cell endlich besiegt und ja, die Welt gerettet. Leider ist unser Vater dabei umgekommen, Son Goku. Ihr wisst schon, der Typ, dem dieses Spiel benannt wurde. Irgendwie kriegt er ja voll, weil ich nicht einen kürzeren Strohhalm in Sachen, ja, ich bin der Hauptcharakter. Das Spiel wurde nach mir benannt, warum werde ich so behandelt? So, jedenfalls, wir laufen hier mit Son Gohan noch ein bisschen rum. Wir sind in der, weiß ich nicht, der dritten Unterbrechung, ne? Und wir haben ein paar Quests, die wir hier erledigen können. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf, ne? Ich weiß nicht genau, warum ich hier jetzt bin, aber mein vorheriges Ich wird sich schon mal dabei gedacht haben, mich hier rauszulassen. Also gehen wir mal hier rein. Da ist Apul. Übrigens, ja, ich habe die, ich habe mit den Dragon Balls mir ein paar Wünsche hier geäußert und ich konnte hier einmal Inia, Qui, Zaljonios und Apul wiederbeleben, um gegen die zu kämpfen und wahrscheinlich deren Seelenabzeichen einzukassieren. Und ja, warum sind die stärker als Dodoria und Co.? Warum kann ich die jetzt erst bekämpfen? Die müsstest du eigentlich vorher erstmal, aber ich stelle jetzt keine Fragen. So, das sah aus wie Apul, welcher der stärkste von den allen ist mit Level 53. Aber was soll es, wenn wir schon schaffen? Komm, im Cell geschafft, wenn wir den auch schaffen hier. Was geht? Apul, wichtigster Charakter in der Freezer-Saga. Ja, gut, Freezer-Armee. Was ich sage, gilt, verstanden? Jawohl, Sir. Hey, dann könnte ich mich gewöhnen. Frieza-Armee soll Apul. Das ist das erste Mal, dass wir ihn sogar treffen, ey. Ich war mir sicher, dass ich auf Namek sterben würde, aber hier bin ich gesund und munter. Glück muss man haben. Ich sehe ja keinen, der stärker ist als ich. Und außerdem sieht dieser Planet sehr lohnenswert aus. Ist Meister jetzt endlich gekommen? Ja, das Wichtigste zuerst. Wir übernehmen diesen Planeten. Macht euch an die Arbeit. Zeigt dem Bewohner an diesem Planeten, wer jeder Boss ist. Jawohl, Sir. Einen Schritt weiter. Was für eine Zolle bist du? Die Uniform erkenne ich, ihr gehört zu Freezers Armee, oder? Du kennst Lord Freezer? Natürlich, ich habe sogar gegen ihn gekämpft. Du hast mit Lord Freezer gekämpft? Nur Vegeta und dieser Erdling damals waren dumm genug, das zu tun. Ich bin einer der Erdlinge. Was? Das sieht man ja gar nicht an. Ihre Haare waren ganz anders als deine. Anders? Ach so, ich bin gerade ein Super Saiyajin. Ein Super Saiyajin? Was zur Hölle ist das? Von sowas habe ich noch nie gehört. Ja, ich war schon überrascht, als er Lord Freezer namens erwähnte, aber dieser Typ verschwert doch nur unsere Zeit. Nichts kann uns aufhalten. Doch ich. Das macht Bakun. Ja, komm her, Apfel. Du bist verrückt, wenn du glaubst, ich lasse dich hier irgendwas abziehen. Ha, du hast schon ein ganz schön großes Funkwerk. Ich bin sozusagen der Nachfolger von Lord Freezer als König des Universums. Und das bedeutet, dass sich mit mir nicht zu spaßen ist. Pass auf, ich zeig dir, wie stark ich bin. Der kriegt so was von auf der Fresse jetzt. Ich habe 56, ey. Spiel hat mich angelügt. Da wird nur ein Balken kommen. Ja, frisst das. Oh, der ist da aus. Dann gehen wir mal Super Saiyan 2. Warum nicht? Über Pull, ne? Du, hört auf. Ja, normale Friese, dann denkt ihr echt eine Chance für mich. Jetzt ich mit einem Schlag hier weghauen, ne? So wie ich Son Gohan im Dragon Ball Z für den Freezer. Spoiler. Aber wird sowieso nicht hier vorkommen. Nehme ich jetzt mal sehr stark an, also einfach Schaden machen, so. Du bleib gefangen hier. So, jetzt kommst du. Du hast auch noch einen Balken. Oh, ich habe keine. Oh, ich habe mich zurück verwandelt. Falscher Knopf. Ich glaube, mit R2 oder L2? L2, ja. In die Fresse. In die Fresse. Und stirbt gut. Aha. Und es nicht mal Erfahrungspunkte kriege ich vernünftig.
Die Freeze Armee braucht einen starken Anführer. Das habe ich versucht zu sein. Du hättest wissen müssen, dass ich gar nicht so stark bin. Das bedeutet, dass du jetzt den Bösen abschwörst, oder? Ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich so angerannt war. Okay, Männer, jetzt den ab. Boah. Warum? Das war voll unwichtig. Und Apoll, natürlich hat er eine Silber. Okay, nächster. Apoll wurde aktualisiert. Der kam noch nicht mal in der Freezer-Saga vor. Ey, er wurde jetzt zum ersten Mal vorgestellt. Gibt's nicht. So, boom. Wir gehen mal gucken, was da noch ist. Wir werden schon alles schaffen. Wir haben Sensobon, wir haben Super Saiyan 2. Wir schaffen das schon alles. Dürfte kein Problem sein. Ist mich auf den Arm, du bist gerade der stärkste Charakter im Spiel. Ich glaube, mit dem werde ich fertig. Ah, da ist Kui. Deswegen bin ich hierhin gekommen. Wollte wahrscheinlich ursprünglich gegen den kämpfen, ne? Aber dann, ja, sind schon wieder ein paar Tage vergangen und ja, bin ich nicht gestorben? Oder kommt jemand auf mich zu? Die Erde bebt. Oh, du bist es. Oh, du bist es, Vegeta. Ich mache mir doch nicht solche Angst. Oh, oh, du bist es, Vegeta. Was ist ja los? Oh, warte mal einen Moment. Ach, ich muss mit Vegeta gegen ihn kämpfen. Na toll. Schau mal, Vegeta nicht. Ich kann auch nicht die Gruppe ändern irgendwie. Warte mal. Wenn ich mir da. Oh ja, das sieht ein bisschen aus. Okay, wie wär's, wenn wir erstmal ein bisschen weitermachen? Okay, ich muss hier weg, hier wackelt mir alles zu viel. So, wir gehen mal zu Gottes Versteck. Vielleicht schalte ich ja dann irgendwie die Charaktere ja so frei, damit die mich begleiten oder irgendwie sowas. Weil ich habe im Moment schon zwei Quests, die ich nicht machen kann, weil ich Vegeta nicht in der Truppe habe. Das muss ich ändern. Ich könnte schon, die Ladezeiten sind jetzt irgendwie viel schneller als vorher. Naja, guckt euch das an. Oder auch nicht, okay. In letzter Zeit tut mich wohl immer irgendwie 10-mal irgendwie darauf aufmerksam machen, dass die Dragon Balls wieder, dass ich die wieder suchen kann. Irgendwie so direkt hintereinander. Hey, 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 hey. So, hi, Piccolo, Mr. Piccolo. ちょっと相談があるんですけど。相談は構わんが、なぜお前はスーパーサイヤ人の姿のままでいるんだ?ん?うまく言葉にできませんが、もうしばらく修行を続けたいんです。孫の死に責任を感じているのか?それもあります。でも、これからは僕が平和を守っていかないといけないと思います。 だからもう少しだけスーパーサイヤ人の姿で体を慣らしておきたいんです。なるほどね。どうやら俺が気をもむ必要はなかったようだ。え?倒したと思われていたフリーザが再度現れた例もある。しばらくは油断できないと考えていた。もしセルが蘇ったり、新たな人造人間が現れでもした場合、 勝てるのはお前だけだろ。だから、お前が気を抜いているようなら、勝つでも入れようかと思っていたところだが、その必要がないようだ。そうだったんですか。気にかけてくれて嬉しいです。それより具体的な修行方法は考えてあるのか? ただ Super Saiyajin の Jotai でいるだけではない。Wenn so ein Gohaner Training so wichtig ist, was ist denn dann passiert, ey? まだいい方法が浮かばなくて。まあ、無理もあるまい。精神と時の部屋で大抵の修行はやり尽くしただろうしな。何かいい方法はないでしょうか。お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は一朝一夕では得られないだろう。You peaked. What? You peaked. 心の強さは別だ。心の強さですか。孫も
Den Fehler hat doch jeder gemacht. Bisher. Außer Trunks. Er ist der Einzige, der Sachen geregelt, richtig. Irgendwie, wenn man darüber nachdenkt. Gut. Gibt hier in Capsule Corporation, alles klar. Ist da irgendwas, was ich noch nebenbei machen kann? Nö. Nimm an, die Quests verschwinden nicht einfach so. Wenn ich jetzt die Story weitermache, ne? Ich glaube, da muss ich schon irgendwie, weil ich nicht, boah, die Unterbrechung beenden und so. Und das sah noch so aus, als wären da irgendwie so 10 Sachen, die ich machen muss. Also das wird so schnell nicht passieren, glaube ich. Da wieder neue Sachen hinzugekommen, ne? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Hiha! 1, 2, 3, 4. Hiha! 1, 2, 3, 4. Und wie jeder ist natürlich wieder sofort dran. Wenn ich noch mal, damit mein echter Vater nicht stirbt, Piccolo. Was ist Super Vegeta Modus? Normaler Super Saiyajin ist ja auch schon stärker als Vegeta, ne? Zu diesem Zeitpunkt. Ich habe gerade Apul getroffen. Kennst du den? Nee. Ja. Ich bin immer mitten im Angriff drin. Deswegen mag ich so bei mehr Combo-Angriffe durch irgendwie so eine Fähigkeit. Ich finde das nicht so gut. Da fand ich schon in Kingdom Hearts nicht gut. Für mich ist irgendwie viel zu lange im Angriff, anstatt irgendwie, weil nicht in Sicherheit zu bringen, wenn es wichtig ist. Oh. Ja. Oh, ich kann noch weiter. Ich glaube, diese Folgeangriffe schalte ich irgendwie frei, wenn ich die Angriffe hochlevel, kann das sein? Weil die hatte ich nicht vorher. Da. Boom. Jetzt ausweichen kommen. Oh. War nicht so geplant. So, jetzt komm her. Das ist aber geplant. Na, ich getroffen. Komm her, komm her, komm her, ich habe Nachbilder. Na, oh, daneben. Falscher Angriff, falscher Knopf meine ich. Okay, gut. Level 56. Plus 3 Key. Okay, Key
Stimmt, habe ich nicht so viel, ne? Seru o taoshita toki no chikara wa konna mon ja nakatta hazu da. Te o nuki yagatta na. Sonna koto wa. Kisama mitai na amattare ga Kakarotto no kawari nado naru ka. Kusottare. Vegeta-san no iu tori da. Otou-san no kawari da nante. Umorete ta. Motto. Jibun o mitsume naosanai to. もうしばらくスーパーサイヤ人のまま修行を続けよう。母さん。あ、わた、しょべやふぱす。こんにちは。あ、Gott redet mit mir。Und irgendwie tut zum gar nichts sagen。Also, ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Kannst du Gottes Versteck kommen, wenn du Zeit hast? Das Versteck, klar doch, bin gleich da。Vielen, vielen Dank, ich warte. Ich dachte, weil wir jetzt noch in so eine Story-Cutscene sind, dass das synchronisiert ist. Dann kann ich irgendwas hochleveln auf Level 56. Nee. Okay. Gut, dann mal weiter. Meinst du, lange bis ich irgendwie meine Truppe ändern kann, Vegeta irgendwie mitnehmen kann und so, damit ich die Mission ja weitermachen kann, die Nebenmission. Das ist mein Ziel für heute. Hi Dende, was geht? Hey, das ist Dende. Oh, Son Gohan. Sagt jetzt was von deinem Gefallen? Genau, ich wollte Shenlong mehr Macht verleihen. Shenlong mehr Macht verleihen? Es kann jederzeit ein Fiesling auftauchen, der Zell das Wasser reichen kann. Ich will vorbereitet sein. Aber um Shenlongs Macht zu verstärken, brauche ich ein paar Sachen. Ich hätte gehofft, dass du mir da helfen kannst. Wenn Shenlong mächtiger ist, würde uns das Herr helfen. Machst du mit? Natürlich, ich tue, was ich kann. Was genau brauchst du? Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen, Son Gohan. Vielen Dank. Ich brauche Folgendes. Regenbogenkristall. Das sollte alles sein, was ich gerade brauche. Okay, dann kannst du auf mich zählen. Eine Sekunde bitte. Regenbogenkristall sind extrem selten. Ja, natürlich. Es wird nicht einfach, welche zu finden. Ich kann dir nicht einmal sagen, wo du anfangen sollst zu suchen. Aber woher weißt du, dass du abbaust? Oh, ich dachte, du wusstest alles. Ich habe oben den ganzen Planeten abgesucht, aber keinen gefunden. Das wird knifflig. Sogar im Papa weiß vielleicht, wo es euch gibt. Wirklich? Ja, ihr Vorhersagen treffen immer ein. Super Idee, Mr. Popo. Wow, auf der Erde gibt es wirklich beeindruckende Persönlichkeiten. Mal sie in der westlichen Hauptstadt. Wow, in der Stadt, da kommt aber das kommt aber auch nicht oft vor. Dann gehe ich wohl auch mal dahin. Natürlich haben ihre Dienste ihren Preis. Ach, stimmt. Ja. Du hast Beutel mit Goldstaub erhalten. Krass, danke. Echt jetzt? Was für eine Wache nötig ist, ist wichtiger als Geld. Außerdem benutzen wir hier oben sowieso kein Geld. Guter Punkt. Okay, denn ich bin gleich wieder da. Viel Glück, Son Gohan. Da hätte mir auch ruhig noch mehr geben können. Na gut. Woher hat er das Geld denn dann? Zu Mr. Popo etwas Schwarzarbeit be nein boah einfach voll rassistisch egal was soll's sag nichts Regenbogenkristall oder wow woher weißt du das ich bin schließlich Wasserrennen das ist mein Tagwerk oh ja Ahem. Mein Honorar bitte in der Tasche. Ach stimmt. Wird schön. Muss mal mit Goldschau übergeben. Dann fangen wir mal an. Ich sehe ein Schiff gesunken südlich vom Kame aus. Ein gesunkenes Schiff, das sind die Kristalle im Meer. Ja, in salzigen Grab liegt das Gefährt, in dessen Bord sich die von dir gesuchten Kristalle befinden. Ich glaube, ich war da schon sogar.
Finde das Schiff, damit sich deine Fracht aus dem alten Gehäuse ergießen. Deine Regenposition war seine Karte markiert. Bitte ertrink nicht. Verstanden. Du weißt doch schon, ob ich ertrinke oder nicht. Du kennst doch schon die Zukunft. Du siehst ja schon wieder hier. Egal. Irgendwann, was ich hier erledigen kann, direkt. Nö. Gehen wir mal zum Kamehameha-Haus. Dieses Schiff, das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal irgendwie so gesehen, glaube ich. Also ja, komm. Wenn auf der Karte eingezeichnet ist, werden wir sowieso schon finden. So. Okay. Muten Roshi. Doch, nix. Okay. Wie sieht's hiermit aus? Oh, ich habe schon alles. Okay. Gut. Wo müssen wir hin? Da. Alles klar. Oakley, Dokley. Gesunkenes Schiff, das haben wir schon dauernd, glaube ich, gefunden. Ja, oben. Wer teleportiert denn sich da? Ich glaube, mit dem werde ich gerade so noch fertig. Ey. Noch gerade so, ne? Ich habe Zell mit einem Schlag mehr oder weniger erledigt. Ja, das stimmt eigentlich. Der Schläger hat Son Gohan eigentlich Zell nur verpasst, bis er eigentlich gestorben ist. Ich meine, der letzte Schlag war ein sehr, sehr großer Schlag. Aber trotzdem. Was? Ist dir rausgefallen, Mann? Da. Also doch, ne, pass auf. Regenbogenkristall. Super, ich habe einen Regenbogenkristall. Na, dann gehen wir mal jetzt zurück. Bevor wir hier trinken und geben denn den Regenbogenkristall, weil warum nicht? Dann können wir nämlich mal jetzt drei Wünsche äußern. Ne? Das hätte ich gerne vorher gehabt. Oh, ich habe mir irgendwie einmal Items irgendwie so gewünscht, weil ich irgendwie drei Wünsche äußern musste und im vierten, ja, ist ich jetzt halt nicht. Ich war selten Items gewünscht. Da habe ich irgendwie so Dinger hier so die Freundschaft erhöhen von einigen Charakteren bekommen. Denn ich bin wieder da. Danke, Son Gohan, das ist genau das Richtige. Genau der richtige Stoff, ey. Was hast du damit eigentlich vor? Was? Die Dragon Balls, die alle schöpfen nicht ihr volles Potenzial aus. Hiermit kann ich die Lücke in ihren namekianischen Gegenstücken schließen. Warte bitte kurz. Jetzt können wir drei Wünsche äußern, ne? Oder wir können bessere Wünsche äußern. Ich hoffe, es ist weiteres, dann kann ich mir noch mehr Sachen wünschen. So fertig, das wäre erledigt. So schnell? Suche mal die Dragon Ball zu müssen. Solltest dir jetzt was Besseres wünschen können. Boah, echt? Mann, du bist echt der Hammer, Dende. Hey, danke. Oh, Shandong, okay. Warum nicht? Ja, super. Ich habe die letztens erst benutzt, ey. Jetzt deine Gruppe bearbeiten. Jetzt kann ich meine Gruppe bearbeiten. So. Wie geht er? Ich brauche dich. Im Schuh, ich brauche dich. Hier schon wieder. Ey, auf mein. Ich muss hier weg. So, so, muss ich jetzt Vegeta aktiv steuern oder? Gut, jetzt können wir uns um die ganzen Quests kümmern. Ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, wir gehen jetzt zur Gisa-Ödnis
Und da war ja Kui. Kibi. Ja, werde ich wahrscheinlich nach der Aufnahme Dragon Ball suchen und gucken, was ich mir dadurch wünschen kann. WhatsApp, ich kann mir Cell und Freezer wieder wünschen. Aber ja, irgendwie voll krass. Aber deren Seelenabzeichen haben wir auch noch nicht bekommen. Also irgendwie müssen wir ja bekommen, wahrscheinlich. So, Vegeta. Muss ich dich steuern oder geht das auch so? Hm. Okay, ich muss anscheinend. Okay, nein. Aber wie kann ich nicht ihn entfernen, ey? Geht gar nicht, ey. So. Kann ich jemand anderen mitnehmen? Ich weiß nicht, wie Leveln hier funktioniert, ob jetzt Leute, ich meine, wir kriegen ja so oder so Erfahrungspunkte, also ist ja egal, wen wir reinpacken, aber ich nehme an, die Leute, die am Kampf aktiv teilnehmen, bekommen ein bisschen mehr vielleicht. Weiß nicht. Hey, Vegeta, was soll jetzt hier los? Wo bin ich? Kein schmutziges Feuerwerk für mich. Ich meine, er ist jetzt Level, was, 53 oder so, aber wer war ja wohl schaffen, ne? Du hast mich getötet, Vegeta. Das ist mir sowas von egal. Du wirst mir jetzt als Trainingspuppe dienen. Du machst Witze, oder? Glaubst du wirklich, ich verzeih dir einfach, dass du mich umgebracht hast? Wenn du noch einmal sterben willst, kann ich dafür sorgen. Nein, ich weiß, wie stark du bist. Ich werde mich nicht mit dir anlegen. Ich meine, denk mal darüber nach. Bin ich von einem einzigen Schlag niedergestreckt worden, oder? Meinst also, als du in den Himmel über nein, wie schmutziges Feuerwerk geält hast? Schmutziges Feuerwerk? Passt die Beschreibung etwa nicht? Nein, ich will nicht noch mal sterben. Hm. Was ist das? Hm? Ha, Idiot, jetzt! Ja, das, jetzt hast du dir ein eigenes Grab geschaufelt. Oh, ihr seid ja erst 42. So, und dann mache ich noch den hier. Hast du schon mal einen Super Saiyan gesehen? Warte mal. Bin noch nicht verwandelt, was soll das? Wieso kann ich mich nicht in Super Vegeta verwandeln? Was soll das? Hab ich da nicht ausgerüstet? Gar nicht an mir. Bin wieder voll schwach, ey. Also entweder werden die Gegner an meinem Level irgendwie dran gescaled oder das Spiel hat einen sehr guten Job gemacht, irgendwie die Level der Charaktere anzupassen, der Gegner und so. 1. Und schon die Leute müsstest du ja wohl erledigen können, obwohl er war so stark wie Vegeta damals, ne? In der Saiyajin Saga, also ja, da würde eigentlich keinen Sinn machen. Ist das? Wirkt's nicht so. Wirkt's mir nicht so auf den Nerven gehen, heute habe ich mich wegen dir zurückgewandelt, ey. Na komm her. Nachher Urknallangriff. Stimmt, der Angriff ist voll überpowered, glaube ich. So, frisst hat. So, gut. Oh, Menge Erfahrungspunkte. Im Schullevel 32. Schau so. Ja, Vegeta überhaupt nicht. Noch einer von diesen dämlichen, jämmerlichen Tricks, was? Du Hack. Es tut mir leid, ich habe nur Spaß gemacht. Hm, nicht mal der Tod hat dich dazu lernen lassen. Weißt du, Vegeta, bei deiner Stärke könntest du sogar Frieza schlagen. Sei nicht albern. Frieza hat schon bekommen, was er verdient. Und zwar von uns Saiyajin. Meinst du das ernst? Na, Kui, traust du dich immer noch, Rest mit mir aufzunehmen? Niemals. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich bitte wissen. Ich helfe jederzeit gerne.
Ich könnte einen neuen Sandsack gebrauchen. Was? Warum links steht sogar neben Mission Training. Ja, genau. So, erst einmal. So. Nein, obwohl doch. Lass mal gucken. Ja, wir schon mal hier sind, ne? Uns der Weg schon mal hier. Mal alles hier lernen. So habe ich denn alles noch nicht gelernt, Mann. Ja, der Training muss ich auch noch machen. So, ich wollte eigentlich hier das machen. Ja, gar nicht super Vegeta, okay. Interessant. Alles klar, dann machen wir weiter. Ist ja irgendwie Erinnerungen oder irgendwie so was? Nee, okay. Wo sind die Cell Juniors? Die muss ich auch noch erledigen. Ich glaube, die waren sogar niedriger gelevelt als wir sind noch mehr. Noch viel mehr Sachen. Hinweis, Folge nach Abschluss bestimmter Nebenstories. Folge nach Abschluss bestimmter Nebenstory. Aber hier sind keine Quests so im Sinne von du musst noch mal jemanden wiederbeleben, so wie es aussieht. Aber sind noch mehr aufgetaucht. Also ja, wo ihr seid, Mitte des Kontinentsbereich. Also nehme ich mal von den Dragon Balls kann ich mir jetzt irgendwie nicht irgendwie Dingens hier freischalten. Neue Gegner. Glaube ich. Also ja, keine Ahnung. Machen wir jetzt halt Juniors Blatt. Die sehen jetzt gleich einfach nur Son Gohan und denken so, what? Gegen voll PTSD. So. Ich habe gerade ein Dragon Ball Z T-Shirt an. Das aussieht wie Son Gokus Klamotte. Und ich bin gerade etwas beleidigt, dass ich nicht Son Goku spiele. Das ist eine Erinnerung. Ich wusste, irgendwo war noch eine. Ich spiele die ganze Zeit Vegeta oder Son Gohan und so. Okay, Yamshu ist auch dabei, aber trotzdem. Ich habe gar nicht Son Gohan in der Gruppe dabei, also. Also könnte ich gar nicht irgendwie den irgendwie Angst machen, so das erste Fehler der ersten Male. Son Goku ist einfach Leben in den Bergen wird auf den Kopf gestellt, als eine Jugendliche namens Bulma kennenlernt, die nach den Dragon Balls sucht. Nachdem sie Son Goku eingeladen hat, sie auf ihre Suche nach den Dragon Balls zu begleiten, holt Bulma ein Motorrad aus einer Kapsel. Son Goku, der auch nie zuvor eine Kapsel gesehen hat, ist überzeugt davon, dass Bulma magische Kräfte besitzt. Sie erklärt ihm auch, dass es sich hierbei um eine ganz normale Technologie handelt. Dies ist nur erstmal der vielen neuen Eindrücke, die Son Goku auf sein Abenteuer mit Bulma erwartet. Kapsel. Okay. Das ist so ein Zeitding. Ja, diese Zeitdingen geben auch irgendwie Medaillen, ne? Und deswegen kriege ich irgendwie nicht. Aber in Meister Quitte Dorf habe ich, glaube ich, alle Dinger gesammelt und ich habe noch nie so ein Zeitdingen abgeschlossen. Also nehme ich mal an, dadurch werden einen irgendwie nicht Dinger vorbei. Level 45, danke. Zerstörungskünstler. Ja, die ist doch bestimmt irgendwo, ja. Gott. Halt. Kann man die Wände auch kaputt machen, aber das sieht man dann genau wie in Dragon Ball Z damals. Man sieht einfach, welcher Hintergrund hier kaputt machbar ist und so. Sie ist schon mal irgendwie so heraussticht. So, dann hier lang. Warte mal, da ist ein Dragon Ball. Muss mal den einsammeln, wenn wir schon mal hier sind. Kann ich zwar offscreen machen, aber. Ich wollte eigentlich landen und dann rennen. Danke.
Hua. Und ein Stern Dragon Ball. So, wo bist du? Cell Junior. Ich habe es nicht geschafft, deinen Vater zu besiegen, also muss ich meine Frust an euch Rakan auslassen. Oh Gott. Hey, ihr kleinen Freaks. Für meine Demütigung durch euch werde ich mich rächen. Kleine Albträume. Ich werde mich für die Demütigung rächen. Ich will einen Rückkampf. Ja, ja. Klingt nach Spaß. Ihr könnt sprechen. Falscher Knopf. Da kommt her. Ich will eigentlich, dass ihr euch alle so positioniert, damit ich euch immer treffen kann. Also was hier? Das ist so ein starker Angriff. Hat so ein Flächen, au, so ein Flächenumfang, Radius, was auch immer. Au! Oh, ich habe Sternchen gesehen. Ja, warte mal. Mart, muss es euch jetzt ausgerechnet vor mir teleportieren? Schon wieder betäubt. Was macht ihr mit mir die ganze Zeit? Na. No. Aber eins. Die ganzen Einsen gehörten dir, ne? Schau so. Na. No. Ja, die gehen mir schon ein bisschen auf die Fräse. Na. No. Ich wurde geheilt, Yamshu. Danke. Ausgerechnet Yamshu. Geht mir ein bisschen auf den Nerven gerade. Oh, ich drücke immer die Schultertasten und Dreiecke. Aber der Son Gohan hat der Super Saiyajin da, deswegen. Big Bangle Attacke. Level 46. Oh, stirbt. Weil er sich auflädt. Also, was war denn? Aber ich kann mitten im Angriff das einsetzen. Okay, ich kann in der Combo noch andere Angriffe einsetzen. Drücke zum Beispiel Viereck. Wenn das mal funktionieren würde, ne? Ich will mal ja gerade ausprobieren, Kollege. Oh, lass mich doch mal. Na, wenn ich jetzt Viereck drücke. Boah, Junge. Ja, zurück mal drei. Boom, dann hau ich die weg. Na, ja, ich bin noch da reingeflogen, ehrlich. Warum hast du denn noch fünf Balken? Ich hau dich so die ganze Zeit kaputt hier. Du. Hier, dann habe ich die Schnauze voll. Fahr ich jetzt mal endlich. Ja, voll auf den Nerven. Ich gehe auf den einen los, der andere haut mich die ganze Zeit kaputt. Ich will ja mal ausprobieren. Boah, Junge. Boah. Ja, kann ich mich nicht aufhalten. Genau, hat irgendwie jetzt nicht geklappt. Durch die ganze Zeit ist vier Knur. Hey, da war schmutziges Feuerwerk. Boom, schmutziges Feuer. Okay. Wichtigste ist, wir haben Schuhe und Schau so am hochgelevelt, ey. Jetzt bin ich wohl zu stark für euch. Ja, ja, ja. Wir sind gleich dran. Oh, was? Verarschen. Kommen noch mal welche. Ich weiß, macht keinen Sinn, da waren ja sechs Stück, aber trotzdem. Da gibt es ja auch irgendwie so ein kleines Plot Hole irgendwie,
angeblich haben irgendwie, weiß nicht, Cell hat ja 6 Cell Juniors ausgespuckt, aber in der Anime hat er hat Son Gohan irgendwie 7 von denen erledigt oder so. Angeblich, ich habe das noch nie so richtig überprüft, aber irgendwie da soll irgendwie was passiert sein. Da freue ich mich auch irgendwie, wie ist denn so was bitte schon damals durchgerutscht, ey. Hat aber keinen Sinn, ey. Gott. Ja, ich habe genug gespielt hier, frustriert. Weil der Radius von dem Ding ist so riesig, ey. Daneben, oh, daneben. Ich glaube, ich bin beide, pass auf, hier. Oh, Abwehrbruch. Oh, danke, schau so. Ja, voll broken. Die können einfach heilen, ey. Weiß nicht, wie mir das gefällt. Aber ich spiel jetzt nicht unbedingt wegen der Herausforderung. Also, mein, oh Gott. Herausforderung ist natürlich sehr gut, aber das ist nicht der Nummer 1 Grund, warum ich das Spiel spiele. Das hat dann jemand anderen anvisiert, wenn ich mich hier so verwandle. Ich war nur die ganze Zeit auf ein. Auf einmal hat der Typ wieder hier voll AP. Also hat der Ziel gewechselt irgendwie. Ja, du frei. Ja, ich bin schneller. Ja, du komm her. Ja. Ausweichschritt. Und noch mal. Das ist voll broken, ey. Okay. Am Schuh und schau so, Level 35, sehr gut. Willst du auch was? Weißt du was? Ja, ja. Das sollte ich auf deinen Platz verweisen. Hm, hast du ein Glück. Ich bin gut drauf, also lass dich leben. Ja, ja. Hast die Hosen voll, was? Hm? Ja, ja. Cell Junior hat Vegeta etwas gegeben. Super Heil-Limonade. Was ist das? Ein Tribut? Nun, diese kleinen Freaks können mir sogar nützlich sein. Schön, enttäuscht mich lieber nicht. Diese ganzen Bösewichte laufen ja die ganze Zeit durch die Gegend, ne? Dorian, Savon, die tun sich wahrscheinlich irgendwann alle zusammenschließen, ne? Dann irgendwie so in 3er-Teams irgendwie so auf mich losgehen. Irgendwie so habe ich so das Gefühl, ne? Tun sich irgendwie, weiß ich nicht, so zusammentun. Oh, sehr gut. Ich brauchte sogar ein bisschen Heilung. Ja, hat nur ein paar Tage gedauert, so 10 Tage oder so, ne? So. Son Gohan hat, glaube ich, auch hochgelevelt, ja. Bringt doch überhaupt nichts, die mitzunehmen, ey. Wenn die sowieso mitleveln, ne? Ja, voll kacke, ey. Mag's nicht, wenn ein Spiel so was machen. Oh. Das war Angriffs- Unterstützungsschaden. Okay. Enorme Kraft, genau, wir haben schon enorme Kraft. Diese Worte, diese Begriffe gehen Hand in Hand, ne? Nicht anzuvisieren. Wenn ein Gegner dich anzuvisieren, aktiv, wenn es in der Gruppe einen Unterstützungscharakter gibt. Oh. Also die Gegner, die auf der Karte rumlaufen oder was? Das wäre nicht schlecht. Das wäre echt nicht schlecht. Also Tension ist auch schon Level. So nehme ich ihn ja überhaupt mit, ey. Das wahrscheinlich genau die gleichen Sachen, ne? Oh nein, aber ich brauche dafür so silberne Dinger. Die neu? Ich glaube, die vorher hatte ich, glaube ich, noch nicht, ne? Außerhalb des Radars. Ja, die Fähigkeit gefällt mir. Ja, die werde ich jetzt nicht alle hochleveln. Ja. Außerhalb des Radars, die sind einfach so schwach.
Die werden einfach nicht bemerkt, ey. Das ist wahrscheinlich der Witz, ne? Was sollte auch nicht Geld aus dem Wart? Da haben wir noch irgendwann, was hoffentlich nicht so lange dauert. Muss Piccolo steuern, ja? Krillin darf nicht in der Gruppe sein. Okay, machen wir die auch noch. Wo ist das? Südöstliches Gebirgebereich. Son Gokus Haus, ja. Sag doch einfach Son Gokus Haus, Mann. Boah. Ist doch viel einfacher zu merken als das. Da weiß ich wenigstens. Ich weiß doch, wo das Haus unseres Hauptcharakters ist, dem dieses Spiel benannt worden ist. Der wahrscheinlich erst nur, weiß ich nicht, unter 50% der Zeit spielbar war in diesem Spiel. Deswegen kam der Kampf zwischen zweiter Form Cell und Son Goku wahrscheinlich zustande, ne? Einfach nur, weil, ja, das ist der Hauptcharakter, der muss jetzt hier, weiß ich nicht, bevor die irgendwie kommen und sagen, hey, das Spiel ist überhaupt gar nicht über Kakarot, packen wir den nur auch in so einen Kampf rein. Da muss der Grund sein, warum dieser Kampf kam, ne? So, Bigoro. So, da halt sowieso egal ist eigentlich, ne? Aber ich mag Schau so. Die müssen auch etwas Screen Time bekommen, okay? Irgendwie müssen ja Screen Time bekommen. So, hi, wie geht's? Wer bist du überhaupt? Haben wir schon mal jemals miteinander geredet? Was soll ich tun? Was ist mit ihm los? Ach, das könnte funktionieren. Son Gohan mag das auch. Hey. Hä? Piccolo? Was kann ich für dich tun? Verstehe es nicht falsch. Ich bin wegen deinen lauten Stimmen hier. Ach so, tut mir leid. Bäh. Diese Sache wieder. Warum zur Hölle ist er so besorgt? Er hat vorhin Son Gohans Namen erwähnt. Vielleicht hat er etwas mit ihm zu tun. Ein seltsames Paar. Ich glaube, von dir habe ich auch noch gar nicht das Sehenabzeichen, oder? Oi. Was soll überlegt dich so? Hä? Ach, es ist nichts. Es wird war ein Problem damit. Nein, nicht im geringsten. Er will mir nicht sagen. Er will mir nicht sagen. Da muss ich wohl einfach noch warten. Piccolo ist so schlecht, Konversationen zu betreiben. Ey. Wie unangenehm. Genau wie Miyachi Robi damals. Es ging mir doch nur ums Essen jetzt. Jetzt kriege ich ausgerechnet bei Piccolo den Mund nicht auf. Er hat so einen stechenden, kalten Blick. Ich weiß zwar, dass Piccolo nicht böse ist, aber er ist trotzdem irgendwie unheimlich. Allerdings ist er nicht der Einzige, den man König nennt. Ich schaffe das. Wenn ich mich ruhig verhalte, wird er wieder gehen. Oh, langsam macht er mir wirklich Angst. Wenn er mir so einen tödlichen Blick zuwirft, muss ich es ihm sagen. Wenn es rauskommt, dass ich nur über so etwas Unwichtiges wie Essen nachgedacht habe, damit er nur wütend will mich vielleicht töten. Ich muss meinen besseren Grund einfallen lassen. Aha. Also, Piccolo, die Sache, wegen der ich mir Sorgen mache. Monoroshi war immer so gut zu mir, dass ich ihm gerne etwas schenken würde. Aber ich weiß nicht was. Hast du eine Idee? Warum in aller Welt fragst du mich das? Was hat er? Hat er also gar nichts mit Son Gohan zu tun? Mist, er hat nicht angebissen. Keine Zeit zum Jammern. Ich habe es schon so weit geschafft. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Sehr wahrscheinlich besser, einen anderen Erdling zu fragen, statt einen Namekianer wie mich. Dagegen kann ich nichts einwenden. Ah, warum hätte ich so eine blöde Frage gestellt? Ehrlich gesagt wollte ich eigentlich Son Goku fragen, aber da er gerade nicht da ist, hast du denn keinen anderen Freund außer Son Goku? Da er gerade nicht da ist, der ist beschäftigt, tot zu sein. Ganz offen? Nein, kein einzigen. Oh, willkommen im Team. Es ist noch schlimmer als vorher. Was soll ich bloß tun? Das ist eine ausgewachsene Katastrophe. Na schön. Wie bitte? Krillin wohnt doch mit dem alten Knacker zusammen, oder? Der Mob soll dir einen anständigen Rat geben können. Da hat er recht. Aber aus mir unbekannten Gründen hast du dir die Mühe gemacht, mich zu fragen. Das stimmt. So etwas Wichtiges frage ich nicht einfach irgendwen. Stimmt zwar nicht so ganz, aber hey, ein Versuch ist es wert. Ich weiß immer noch nicht, was mit Son Gohan ist, deshalb sollte ich mit diesem Unsinn weitermachen. Ich verstehe, dann werde ich Krillin für dich fragen. Boah, echt? Danke. Warte hier. Unangenehmste Konversation ever.
Konversation mit Piccolo muss so unangenehm sein. Na, wie mit Yajiro wieder mal sein. Ich finde das gut. Alles klar. Das Problem hätten wir einfacher lösen können in dem Krieg. Einfach im Team, ich sag ja nur. Ich sag ja nur, wie es ist, ne? Ups. Ja, boom. Alles klar. Krillin, ich habe soziale Probleme. Hilf mir. Hey Piccolo, du bist ein seltener Gast im Kamehaus. Ich habe eine Frage an dich. Okay, schieß los. Der Rinderteufel möchte Wutenroschi etwas schenken und braucht einen Rat. Der Rinderteufel? Wieso fragst du mich das dann? Der Große meinte, er hätte seine Gründe. Ich würde es ja gerne erklären, aber das ist sehr kompliziert. Okay, ich verstehe. Wutenroschi, das Beste, um ein Lächeln in sein verstärkten Gesicht zu zaubern. Ist ja ein Magazin für seine Sammlung. Ein Magazin. Ja, ein Magazin, besonders von den schlüpfrigen Sorte. Mutenroschi steht auf Knaller, Ausfalter. Ausfalter, was soll das denn sein? Der Teil, den man ausfaltet, wie kann man besser den visuellen Appetit anregen, als sich indem man etwas versteckt, besonders wenn die Frau... Ich bin immer noch total verwirrt. Macht nicht, ich wollte dir die Ehre eins für mich auszusuchen. Wenn du dir sicher vorstellen kannst, habe ich noch nie verstanden, was Menschen unter guten Fotos verstehen. Klar, mache ich, wenn ich mit dem Training fertig bin. Wartest du kurz? Ja, schön, aber hier einfach nur rumstehen klingt nicht gerade interessant. Kann ich dich beim Training helfen? Wirklich? Wenn wir einen Trainingskampf veranstalten würden, hättest du auch was davon. Hey, was will man mehr? Okay, zeig mir mal, was du drauf hast. Die Kugeln mal noch da im Hintergrund. Warte mal, ja doch. Genau. Boom. So, und hat überhaupt neue Angriffe. Ich habe schon lange nicht mehr Piccolo gespielt, glaube ich. Weiß gar nicht, hatte der irgendwie Höllengranate und all sowas gelernt? Oh, cool. Ach ja, der Angriff. Ich habe es vergessen. Weil sind ja nicht mehrere Gegner. Wenn ihr mehrere Gegner würden, würde ich den Angriff nur spammen, ey. Wir machen alle die gleichen Angriffe so. Oh mein Gott, schau so, und die haben schon machen Schaden. Das stimmt nur, weil die hochgelevelt sind, ne? Daneben, schau so. Aber sehr gut. Irgendjemand hat den gerade abgebrochen. Was wert. Jetzt kommt einfach zu dir und explodiert mitten in die Fresse. Und noch mal. Muss dadurch sterben, sonst wäre peinlich. Gut. Alles klar. Na, jetzt habe ich nicht gesehen, wer aufgestiegen ist. Ist echt stark, Piccolo. Zu stark für mich. Aber ich habe in diesem Kampf viel gelernt. Danke. Dann werde ich dir mal das Geschenk holen. Warte hier. Was Mädchenmagazin alten. Bitte schön, es war eins von meinen, aber brandneu. Noch nicht ausgepackt. Es wird den alten Knacker ordentlich auf Touren bringen. Ich begreife zwar nicht, wo der Reiz liegt, aber danke für die Hilfe. Auf damit zum Rinderteufel. Mein Gott, ey. Alles klar. Ja, mein Gott. Gehen wir die Mission auch noch heute erledigt. Alles klar. Noch mehr unangenehme Konversation mit dem Rinderteufel. Hi, hi. Wie geht's? Gut. Knorke. Was? Sowas sagen die hippen Leute doch heute, oder? Töfte. Banane. Voll Banane. Das ist voll Porno. Doch, hi, ich bin wieder da. Trägt Krillins Gütesiegel. Lass mich mal sehen.
Zu der Teufel folgendes gegeben, Mädchenmagazin. Wir haben schon, okay, ist gut. Bim, 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 ich bin auch hier. Meine Güte, ist das heftig. Was? Ein Lob auf Krillin, der kennt sich wirklich aus. Dann wird das den Alten gefallen. Gefallen, dass er es so heißt, dass ihm die Sonnenbrille schmelzen wird. Gut, dass ich dich um Hilfe gebeten habe. Solange du zufrieden bist. Zufrieden ist gar kein Ausdruck. Hast du die Kleinen auf den Cover gesehen? Was in aller Welt ist das für ein Krach? Hm? Papa, also ehrlich. Was liest du denn da? Nein, verstehe das nicht falsch. Das ist ein Geschenk für Wut und Roshi. Das ist nie und nimmer ein anständiges Geschenk. Und außerdem ändert sich das nicht an der Tatsache, dass du gerade selbst da rumgeblättert hast. Da hast du recht. Was ist das nur für ein Vorbild für Song geworden? Du wirst es bereuen, mein Lieber, und zwar richtig. Ich bin dein Vater, verdammt. Lass uns bitte nicht überstürzen, Mäuschen. Jeder macht mal einen Fehler. Wie wäre es, wenn ich uns ein paar Schätze aus der Schatzkammer besorge? Oh nein, nächstes Mal kommst du mir nicht so leicht davon. Ich konnte nicht rausfinden, was mit Zongorn ist, aber vielleicht sollte ich erst einmal aufgeben. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich zu viel Druck mache. Kakarots Frau ist viel stärker. Nein, Zongokos Frau ist viel stärker, als ich gedacht hätte. Genau, Piccolo redet Zongoko auch mit Kakarot an. Und der Rinderteufel, wollte schon sagen. Erinnert man noch nicht. Gut. Dann haben wir das auch erledigt und den Part haben wir ordentlich gefüllt mit Content, mit Qualitätscontent natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen einen Schnitt. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit den ein, zwei Missionen, die wir noch haben. Also ich glaube, es sind drei oder vier. Ne? Ja, es sind fünf Stück, aber okay. Ich werde mal die Dragon Balls sammeln und gucken, ob ich, was ich mir wünschen kann. Wenn da was Wichtiges ist, werde ich mir halt holen. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, jedenfalls sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.